So Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Für diejenigen, die die letzte Folge verpasst haben, die kurze Zusammenfassung. Wir wurden angegriffen, der Wall ist noch nicht fertig, wir haben einen Siedler verloren. Und heute müssen wir uns darum kümmern, dass sowas nicht nochmal passiert. Der Wall muss fertig werden, vielleicht auch zwei, drei Bogen für die Bogenschützen und dann schaffen wir das vielleicht beim nächsten Mal. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Ah, es ist natürlich auch wieder Nacht. Aber wir dürfen unsere Beute nicht vergessen. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Das könnten wir doch erlauben. Was liegt hier noch rum? Nein. Da lag eine Waffe. Die war einfach nicht erlaubt. Oder hat die jemand fallen lassen? Oh Mann. Der Winter kommt übrigens auch demnächst. Was ein Problem werden könnte. Und wird. Okay. Gut. Kann man schon mal machen. So, unser Wall braucht auf der Seite hier noch eine Tür. Nö, die müssen nur auf einer Seite raus. Das wird die Hauptseite. So, hier machen wir, glaube ich... Machen wir direkt zu, oder? Jetzt machen wir erstmal direkt zu. Wenn wir jetzt noch mehr Wände bauen, dann dauert es ja noch länger. Ach ja, stellt euch nicht so an, euch geht's gut. So, ist fein. Auch hier oben drauf dann ein Weidenboden. Und dann geht's los mit Zinnen. Diesmal dann richtig. Ach, jetzt werden Bogen gemacht. Schön. Verteidigung. Zinne aus Holz. Hier gibt es auch Ecken, ne? Machen wir jetzt an jedes zweite Eckchen, Stückchen. Oh nein. Wo wurdest du jetzt hingesetzt? Da fehlt eine dazwischen. Ich weiß, dass die irgendwo sitzt. Vielleicht auch nicht. Zinne. Zinne. Was braucht alles so viel Holz? Müssen wir doch mal Holz machen wieder. Ist halt schon eine große Burg inzwischen. Wenn es überhaupt... Darf ich das Burg nennen? Aber ich glaube schon. Das ist schon eine Burg. Wir sind im Mittelalter. Da leben Menschen. Burg. La 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 la. Treppen haben sie, um hochzukommen. Schön, die Maße passen auch. Zinne, Zinne, Zinne. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden, dass die nicht auf dem Boden sind. So gehören sie. Ungefähr. Mit einem Siedler weniger wird das Ganze hier jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich hatte davor ja schon kaum genug Leute, um irgendwie
die ganze Arbeit zu erledigen. Das könnte spannend werden. Aha, aha. Da spielt jemand Backgammon. Osborne geht's nicht so gut. Es ist echt schwierig manchmal. So, aber ich habe mir jetzt was überlegt. Ich bin dafür, dass Forschen. Wo ist Forschen? Wo ist Forschen? Zimmer, Schneidern, Forschung. Okay, ist schon auf 2. Habe ich schon geändert. Weil irgendwie Sachen bauen und Leute pflegen sollte irgendwie immer wichtiger sein als irgendeine Forschung. Weil sonst geht uns nämlich das Zeug aus. So, Eintopf. 39 von 50. Wie viel Eintopf habe ich denn? 92. Ist ja erstmal nicht so schlecht. Ja, Osborne geht's nicht so gut, ich weiß. Es wird schon werden. Unmengen von Holz braucht man da. Ihr schafft das. So, vielleicht geben wir hier auch mal Sägen oder geben wir Axten. Bäume Axten. Wir brauchen doch noch ein bisschen mehr Holz, glaube ich. Jetzt ist eh dann wieder Zeit fürs Bettchen. Puh. Ist schon ein hartes Leben im Mittelalter. Also das, da möchte ich nicht wirklich tauschen. Das ist schon eine harte Nummer. Aber so weit, so gut, ne? Jetzt haben wir so ungefähr ein bisschen mehr als ein Viertel. Ich sag mal, ein Drittel haben wir geschafft. Meine ganzen Chroniken verrotten wieder. Eintöpfe verrotten wieder. Das ist doch super. So, hat jetzt jemand... Wo mache ich Schilde? Also alle Rüstungen, alle Kleidungen, alle Kopfbedeckungen. Wer kann jetzt eigentlich noch schießen? Meisterschütze 1. Oh, Ilaria ist gar nicht schlecht. Raymond. Ilaria ist auch, ist echt nicht schlecht im Jagen, wie es aussieht. Auch einfach mehr Jäger. Aber die kann nicht jagen und pflanzen gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Das geht nicht gut, glaube ich. Ich fühle mich ein bisschen überfordert. Möchte ich jetzt nur mal so erwähnen. Aber wird schon werden. Brauch mehr Menschen. Kann ich eigentlich... Kann ich die Leute vermehren? Also bestimmt. Warum sind sie denn jetzt schon wieder verärgert? Hat in unbequemem Bett geschlafen. Hässliche Ausstattung. Aber die schneidern doch. Verzweifelt durstig.
Freund ist gestorben. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Das ist natürlich schlecht, wenn ein Freund stirbt. Haben jetzt alle mal irgendwie eine Waffe oder so? Ich glaube, ich brauche immer noch einen Bogen. Kurzbogen. Langbogen. Kurzbogen. Beides. Wo kann ich denn Schilde machen? Bestimmt beim Rüstungsmacher. Was fehlt? Eisenbarren. Oh Gott. Ah, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal schmelzen. Und alle meine Chroniken sind gerade weg. Ja, alles super soweit. Kann mich nicht beschweren. Die Siedler eigentlich auch nicht, ne? Denen geht's auch super. Also außer dem Toten. Dem geht's nicht so gut. Aber naja. So, baut die Verteidigung weiter. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Baut. Baumisslungen. Ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr neigen hier. Wow. Was? Winterkleidung wurde zu Kompost? Nicht euer Ernst. Warum? 3,4 Grad draußen. Ich glaube, die ziehen jetzt alle mal Winterkleidung an. Warum verrottet eigentlich alles, was die bauen? Das, also, Wunden von Siedlern müssen versorgt werden. Ja, dann versorg ihn doch einer. Ein Mensch. Ein neuer Siedler. Als Muriella ankam, standen ihre Knochen hervor und ihre Haare fielen in Büscheln aus. Die Leute aus Gravesend starrten diese elende, hungernde Seele an. Verzweiflung stand Muriella ins Gesicht geschrieben und sie flehte. Willst du sie einlassen? Oh, da kommt kein Angriff. Was kann die? Die kann kochen. Sparsame Chefköchin. Sehr gut. Nehmen wir. Dann kriegt sie natürlich gleich mal alle Schilde, alle Waffen, alle Kopfbedeckungen, Winterkleidung. Was fehlt noch? Vielleicht brauchst du eher einen Helm. Du hast eine Nahkampfwaffe. So, wo liegt der Helm jetzt? Den hat sie jetzt bestimmt irgendwo hingeschmissen. Und der ist jetzt irgendwo verboten und liegt auf dem Boden. Aber so macht das Spiel das doch eigentlich, oder? Oder nicht? Der Einzige, der eine Fernkampfwaffe hat, oder haben sollte, hat jetzt keine Waffe? Ernsthaft? Was macht denn der Bogenbauer?
Oder die Bogenbauer. Dann mach mal einen Kurzbogen jetzt hier. Oh, da ist so viel Zeug schon wieder am Verrotten. Ein Topf verrottet. Super. So, Leute, dieser Wall muss jetzt fertig werden. Jetzt müssen wir mal die Tätigkeiten anpassen. Muriella ist unsere mega Superköchin. Das heißt, Raymond darf jetzt was anderes machen. Er ist jetzt unser super mega Jäger und Schmied. Ach komm, manchmal darf er noch kochen. Muriella kann auch bauen. Gefällt mir natürlich auch ganz gut. Was kann sie sonst noch? Medizin ist jetzt nicht so wahnsinnig. Meisterschütze ist überhaupt nichts. Botanik. 29, 11, 7. Na, 6 ist jetzt auch nicht so viel. Bergbau ist jetzt auch nicht so klasse. Anfertigen. Schmieden ist ja auch nicht so gut. Zimmerhandwerk 8. Na, passt okay. Intellekt. Clever ist ja auch nicht. Schön. Also kochen. Hauptsächlich kochen und bauen. Ein Topf ist verrottet. So, für immer. Bier auch für immer. Hat eigentlich schon mal jemand Bier gemacht? Kann das sein, dass wir noch kein Bier produziert haben? Kann das sein, dass unser Nahrungslager leer ist? Kann das sein, dass wir langsam echt Probleme kriegen hier? Gerste braucht so lang. So, hat jetzt eigentlich jeder... Raymond? Hol dir jetzt einen Bogen. Jetzt hat er keinen Bogen. Hol dir jetzt einen Bogen. Hier liegen noch so viele Bögen. Er hat keine. Er hat keinen. Uriel, Meisterschütze 1. Ach komm. Die kriegt Nahkampf. Auf. Das mit dem Verwalten, das ist schwierig. So, erlauben. Das, wenn die das Zeug fallen lassen, irgendwo, und das dann automatisch verboten ist, dann ist das echt nicht hilfreich. So, lass mal ein bisschen Rotwild jagen. Raymond, das ist deine Aufgabe. Aber jetzt erstmal schlafen. Ich will jetzt diese Folge hier nicht beenden, bevor der Wall vollständig ist. Die werden das Ding doch jetzt mal gebaut kriegen. Das kann ja nicht sein. Das ist unfassbar. Oh, jetzt ist langsam kalt im Herbst. Oh, Schneefall. Im Winter kommt Schnee. Bei niedrigen Temperaturen wächst die Vegetation nicht. Oh, oh. Könnte natürlich ein Problem werden. Weil unser Vorratslager ist ziemlich leer. Da müssen wir jetzt Leute zum Jagen schicken.
Raymond? Du sollst jagen. Du sollst jagen. Du hast keinen Bogen. Hast du jetzt einen Bogen geholt? Nee. Das gibt's nicht. Was hat er gegen diesen Bogen? Das kann echt nicht wahr sein. Ach, Ernte ruiniert. Ist schwierig mit denen heute. Ist echt schwierig mit denen. Fernkampf ist für mich ein Bogen. Oder? So, kann der sich dann jetzt endlich mal einen Bogen holen? Und jagen gehen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Jetzt gehen sie wahrscheinlich erstmal ins Bett, oder? Raymond, was machst du? Du sollst jagen! Kann es sein, dass er sich keine Waffe holt, weil er ein Schild hat? Ach, und jetzt geht er jagen. Tatsächlich. Weil er ein Schild in der Hand hatte, konnte er sich keinen Bogen holen. Ich krieg die Motten. Ich krieg echt die Motten hier. So. Jetzt, wo wir das wissen. Können wir eigentlich auch Schluss machen für heute. Wo ist er jetzt, Raymond? Raymond! Jetzt bist du wieder daheim. Nee, der geht jetzt heim zum Schlafen. Vielleicht sollte ich auf die andere Seite doch noch eine Tür machen, oder? Was liegt denn hier noch? Ein Helm. Ja, komm. Wir bauen auf die andere Seite noch eine Tür. Das ist ein Fenster. So. Sonst brauchen die so lange, bis sie da hier raus und reinkommen. Aber jetzt machen wir wirklich Schluss für heute. Die Siedler schlafen. Sie haben irgendwie ihre Waffen. Und was passiert eigentlich mit den Leichen? Was passiert mit den Leichen? Ach so, vielleicht sollte ich die begraben. Ah, Moment mal. Naja, kümmern wir uns nächstes Mal drum. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.